Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser in der Speckkammer, wo wir versuchen wollen, Bowsers überschüssige Funde aufgrund von einer Falle von Krankfried zu verbrennen. Und wo wir gerade ja schon mal vom Verbrennen sprechen. Ja, Luigi hat jetzt auch mal den Poppes mal wieder verbrannt. Oder den großen C. Ja, den großen C hat er sich verbrannt. Na gut, dann wollen wir jetzt erstmal noch was ganz anderes hier verbrennen. Das Fleisch. Wir wollen das Fleisch hier verbrennen. Zu Staub. Zu Asche. Auf das wir jetzt gleich mal ein schönes Grillfest veranstalten können. Das erinnert mich jetzt auch mal wieder an eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich war nämlich in der Schule gewesen. Meine Mutter hatte mich von der Schule abgeholt. Und währenddessen hat mein Vater zu Hause mein Essen gemacht. Eine Scheibe Fleisch. Und das Ende vom Lied war dabei gewesen. Am Ende war das, war die schöne Scheibe Fleisch nichts weiter als ein Stück Holzkohle noch gewesen. Es war total verbrannt gewesen. So schwarz habe ich noch nie ein Stück Fleisch gesehen. Ah, verdammt nochmal. Also irgendwie läuft das jetzt aktuell hier nicht. Erstmal natürlich mal wieder hier. Ja, die Lebenspunkte regenerieren. Und danach mit dem grünen Panzer hier alles beenden. Und wir werden gleich triumphieren. Ah, wir triumphieren also doch noch nicht so gut. Oder vielleicht doch. Sah zwar eben nicht danach aus, aber wir haben doch ordentlich triumphiert. Und wollen dann erstmal sowieso mal wieder sehen, die Angriffskraft zu erhöhen. Weil ich finde wirklich, dass die Angriffskraft von Mario... Ah, verdammt nochmal. Es hätte auch eine 4 werden können. Aber die Angriffskraft von Mario und Luigi lässt wirklich zu wünschen übrig. Ja, lässt wirklich zu wünschen übrig. Vielleicht sollte ich dann doch erstmal wieder bei den Brüderpunkten nennen. Ach ja, außerdem ist hier in der Speckkammer Prinzessin Peach, die gefangen genommen wurde von irgendwelchen Wesen im Inneren von Bowser. Und beim besten Willen, jetzt hört mal auf hier zu springen. Ich will diese... Ich will die... Oh, na bitte. Ich hab den Block doch noch gekriegt. Aber jetzt nochmal kurz sehen. Okay, wir können jetzt nicht... Hallo? Oh, verdammt. Ja, auf unfreiwillige Art und Weise mussten wir jetzt doch nochmal kämpfen. Leider. Dabei sind wir doch sowas von auf der Suche nach Prinzessin Peach. Wir sind hier auf der Suche nach Prinzessin Peach. Peachy. Mal sehen, wo wir dich denn finden werden. Verdammtes, mieses Timing. Okay, das Timing ist wirklich extrem mies. Könnte auch ein bisschen besser mal laufen. Ja, das Timing könnte besser laufen. War aber leider nicht so gut gewesen. Ah, verdammt nochmal, jetzt hat Luigi das nachsehen. Oh, verdammt nochmal. Okay. Ein One-Up-Pilz. Gut, wir sind wieder im Spiel. Naja.
Oh! Ist das euer Ernst jetzt? Also das ist doch nicht wahr hier. Na gut, dann nehmen wir jetzt erstmal eine Supernuss. Oder eine einfache Nuss. Gut. Jetzt sind wir wieder ordentlich kampfbereit. Also früher konntet ihr wirklich ein bisschen höher springen. Aber gut, diese 110 Erfahrungspunkte, die wollte ich jetzt unbedingt noch kriegen. Okay, jetzt als nächstes müssen wir also die grüne Röhre mal nehmen. Die grüne Röhre, die nehmen wir ja gleich. Die grüne Röhre, das ist ja gar kein Scheiß. Also gut, grüne Röhre. Gleich kommen wir zu dir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es scheint mir so, als wären wir jetzt hier richtig gewesen. Ja. Wir sind höchstwahrscheinlich hier richtig. Aber ich schätze mal, da müssten wir nochmal zurückgehen. Weil wir ja noch nicht alles hier gesehen haben von der Speckkammer. Ja, wir haben wirklich noch nicht alles hier von der Speckkammer gesehen. Denn ein Raum fehlt ja noch hier. Bevor wir uns auf dem Wege zum speckigen Finale machen. Okay. Andererseits. Haben wir jetzt einen Raum hier übersehen? Also. So wie das jetzt aussieht, haben wir tatsächlich irgendeinen Raum hier übersehen. Aber wo denn jetzt genau? Es kann ja bloß diese eine grüne Röhre jetzt da oben gewesen sein, die ich vergessen habe. Ja, diese eine grüne Röhre, die müssen wir jetzt nochmal kurz abgehen. Ja, die müssen wir jetzt wirklich nochmal kurz abgehen, bevor wir uns dann auf dem Weg zum Finale dieses Gebiets machen. Und vor allem ja auch zur Rettung von Prinzessin Peach. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich jetzt gut aus. Gut und annehmbar. Das ist alles gut und annehmbar. Wir reisen dann jetzt mal hin zur letzten grünen Röhre, ja. Gott. So, grüne Röhre. Wohin verschlägt es uns mit dir? Ja. Das war also ein wirklich guter Satz mit X, das war wohl nix. Also gut. Dann müssen wir eben nochmal kurz den gleichen Weg nehmen. Und dann Ende Gelände, Bowser. Du wirst heute wieder schlank werden. Und manche Leute müssen dafür nach Biggest Loser gehen. Tja, tja. Hätte bloß jeder Mensch ein paar Klempner in sich. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz überprüfen. Ja, es ist eine grüne Röhre. Es ist eine grüne Röhre. Ohne großes Getöse. Ja, es ist die grüne Röhre. Ohne großes Getöse. Wir setzen unsere Reise mal fort.
und werden Prinzessin Peach befreien. Yep. Yep meine ich natürlich. Peach, wir sind gleich da. Endlich gefunden. Schnell, wir müssen der Prinzessin helfen. Oh yeah. Okay. Jo. Aber im echten Leben wäre sie jetzt sowas von schon tot gewesen. An Erstickung gestorben. Mario Luigi, seid vorsichtig. Ich denke nicht, dass wir hier mit Hammerschlägen oder Springen weiterkommen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ach, da habe ich schon eine Idee. Ein kleiner Wirbelsprung. No. Na, Mund-zu-Mund-Beatmung. Was? Wie? Tja, Mario, du hast Pech gehabt. Keine Mund-zu-Mund-Beatmung mit Prinzessin Peach. Oh, ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Mario, Luigi, sie kommen zurück. Mies gelaunt. Yo, äußerst mies gelaunt, die Guten. Und hören sie so an wie ein Monster der Schwoops. Mario, Luigi, haltet sie auf. Ich bleibe bei der Prinzessin. Oh, du willst bei Prinzessin Peach bleiben? Also sollen Mario und ich gegen diese Gestalten kämpfen? Du machst wohl Witze! Jo, leg dich nicht mit Glitzerstern an, Luigi. Okay. Ich denke mal, wir machen dem Ganzen mal die Hölle heiß. Let it burn. Wir burnen alles nieder. Abgesehen natürlich vom grünen Dingenskirchen dort. Weil das ist vor Marios Angriffen geschützt. Oh, verdammt. Verdammt nochmal! Wie fies! Aber gut. B-Knopf! Bam! Ah, verdammt nochmal. Viel zu viele Luigi-Gegner! Okay. Aha! So macht man das bei uns! Allerdings. Okay. Sieht ja jetzt eigentlich ja sehr normal hier aus. Mario. Bist ja gleich erledigt, so. Ah, verdammt nochmal. Das hatte ich jetzt natürlich übersehen. Ja, das war natürlich jetzt ein Fehler meinerseits gewesen. So, jetzt sind natürlich diese kleinen Etwasse erledigt. Also können wir jetzt mit dem Trampolin so richtig loslegen. Jetzt wird nicht mehr rumgealbert. Es wird Zeit, hier ordentlich Rhythmusgefühl zu beweisen. Nimm das, Kleiner. Oh, verdammt. Die Mini-Armee. Au. Oh. Okay. Miserables Rhythmusgefühl. Mal sehen, was du's? Okay, dann eben Plan B. Plan B. Das tut euch mehr weh als mir. Feuer frei.
Also ich glaube wirklich, ich müsste erstmal... Oh, verdammt mal. Ah! So ein Mist. Also wisst ihr was? Ich aktiviere jetzt mal lieber den Deluxe-Pilz. Deluxe-Pilz aktivieren. Muss jetzt leider so sein. Okay, ich weiß genau, wen ich angreifen muss. Dich muss ich angreifen mit meinem Trampolin. Mit der Macht des Rhythmus. Nimm das! So. Vielleicht noch ein bisschen mehr Rhythmus. Okay. War zwar rhythmusmäßig nicht gerade sehr besonders gewesen, aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nee, nee, nee. Man kann ja nicht alles haben. Und man muss dann auch mal versagen. Oh, verdammt nochmal. Das zieht sich jetzt doch ein bisschen in Länge. Okay, dafür, dass ich das jetzt in die Länge gezogen hatte, ging das am Ende doch sehr gut. Wartet mal, dann mal eine kleine Nuss. Ein bisschen Nervennahrung jetzt. Und das musste natürlich jetzt sein. Die Nervennahrung. Im Kampf gegen was auch immer das jetzt hier war. Ich hätte vielleicht nochmal auf den Namen gucken sollen, was das für ein Viech eigentlich ist. Gut. Also gut, was bist du? Alpha Carotino. Gut zu wissen, gut zu wissen. Du bist also Alpha Carotino. Ah, nicht schon wieder. Jetzt beweise ich mal wieder kein Rhythmusgefühl. Okay, 1, 2, 3. Oben, unten, links, rechts. Okay, ich weiß wieder, wo ich gucken muss. Trampolin gegen das Viech dort. So geht es einfach am schnellsten, wenn wir das Hauptmonster besiegen können. Ah, es war aber leider bloß ein Superangriff. Übel. Ausgerechnet dieses eine Mal. Oh nein. Ja, wieder nur ein Superangriff. Oh nö, es war ein toller Angriff. Ah! Oh, das ist doch nicht wahr! Ausgerechnet jetzt, wo es so schön zum Endsport hingeht. Und jetzt habe ich leider vergessen, wo der Richtige war. Ah, verdammt nochmal.
Ah, das ist so übel jetzt. Also, ich hab mir ja gemerkt, wo dieses Alpha-Carotino abgeblieben ist. Aber trotzdem. Supernuss! Gott. Supernuss ist einfach ein Genuss. Alter Schwede. Also, ich greife jetzt einfach immer weiter an. Ah! Das war jetzt gut. Wir haben also doch das Alpha-Carotino doch noch besiegen können. Schön! Allerdings werde ich jetzt sowas von nicht auf Angriff gehen. Ah, verdammt, wieder die 3 verpasst. So, wie sieht es hier aus? Na, hier habe ich die 3 wenigstens gekriegt. Schön. Mario, Luigi, vielen, vielen Dank. Ich wusste, ihr würdet mich wieder retten, wie immer. Prinzessin Peach, alle wurden vom Bowser verschluckt. Ja, wir müssen möglichst schnell hier rausfinden. Meine Stimmpartnerin. Bitte? Wir kommen hier vielleicht nie wieder weg? Oh nein, was sollen wir tun? Bisher haben wir nur daran gedacht, die Prinzessin zu retten. Aber jetzt sollten wir einen Weg hier herausfinden. Seht mal, da geht's weiter. Vielleicht ist da auch ein Ausgang. Na klar. Hast selbst mal nicht auf die Karte geguckt? Ich bleibe hier bei der Prinzessin. Ihr seht nach, ob es da vorne einen Ausgang gibt. Danke, Mario, Luigi. Ich überlege zusammen mit Glitzerstein, was wir tun können. Oh yeah. Okay. Ja. Faule Mädels! Ein bisschen mehr Selbstständigkeit jetzt hier. Man hat ja gesehen, was für magische Kräfte ja Peach eigentlich besitzt. Und es gab ja auch mal ein Spiel, ein DS-Spiel ja, wo nicht Mario Prinzessin Peach rettete, sondern Prinzessin Peach Mario. Hatte sich wohl auch Bowser mal gedacht. Ist jetzt mir doch ein bisschen zu langweilig, immer bloß Prinzessin Peach zu entführen. Ich entführe mal Mario. Wir haben uns geeinigt, wir sollten die Umgebung hier absuchen. Und, gibt es einen Ausgang? Nö. Alles nur Sackgassen. Kein Weg scheint ins Freie zu führen. Ha. Wir können nur warten, bis sich wieder was tut. Unterdessen im Bowsers, Krankfrieds Festspielhaus. Ah! Ich, der König der Koopas, stecke im Boden meiner eigenen Festung fest. Hänge hier durch die Decke! Was ist das denn jetzt? Das kitzelt! Komisches Gefühl! Yep! Deine Besiegung von Metaboss! Deine Mästigung mit dem Spezialessen der Köstlichkeit! Alter, das war mein Plan! Diese Stimme, Krankfried! Ohaha, eine traurige Gestalt. Ihr Witzfiguren, was treibt ihr da unten? Mein perfekter Plan hat sich um eine Kleinigkeit geändert. Dein Plan? Ja, Plan. Ich habe dafür gesorgt, dass du Prinzessin Peach einsaugst, damit sie aus dem Weg ist. Aber für meine kleine Planänderung brauche ich die Prinzessin.
Was, Prinzessin Peach? Ich soll sie eingesaugt haben? Richtig! Aber jetzt brauche ich sie plötzlich wieder! Was? Prinzessin Peach ist in meinem Körper? Komm raus! Komm schon raus, Prinzessin! Auf dem Wege, wo alles, was reinkommt, wieder rauskommt! Wow! Er braucht Prinzessin Peach? Was bedeutet das? Dieser Krankfried will bestimmt den Finsterstern! Den Finsterstern? Oh, Bugge. Vor langer, langer Zeit wurde im Pilzkönigreich ein Stern gefunden. Doch dieser Stern barg finstere Mächte in sich. Ein Stern des Schreckens. Der Finsterstern. Wenn jemand, der Übles im Schilde führt, den Finsterstern in die Hände bekommt, verwandelt sich die ganze Welt in ein finsteres Schattenreich. Und der Besitzer des Finstersterns würde die Welt beherrschen. Die Sternengeister sahen diese Gefahr. Sie brachten große Opfer. Aber schließlich konnten sie den Finsterstern in den Höhlen unter Toad Town einsperren. Aha. Ach so, deshalb versucht er, den Finsterstern in die Finger zu bekommen. Doch wieso braucht er euch dafür? Der Finsterstern unter Toad Town ist mit einem Siegel verschlossen. Und nur ich kann es brechen. Die Auserwählte. Tja, ich sag ja. Ah! Das wollte ich nicht sagen. Aber ja, Prinzessin Peach hat wirklich mächtige magische Kräfte in sich. Was war denn das für ein Geräusch? Das kam aus der Kammer dort, oder? Mario, Luigi, könnt ihr mal nachsehen? Ich bleibe hier bei der Prinzessin. Gut. Luigi. Wenn's weiter nichts ist, dann schauen wir mal weiter. Wir schauen dann mal weiter. Was ist denn gleich hier los? Kriegt Bowser denn gleich Durchfall? Und müssen wir dann los? Was ist das für ein Licht? Entschuldigung, dass wir euch so nachlaufen, aber bei euch fühle ich mich sicherer. Sagte sie und wird gleich entführt vom kleinen Bruder der Meisterhand. Oder besser gesagt vom kleinen Cousin der Meisterhand. Little Hand! Yo! Was war das? Little Hand! Prinzessin! Der Entführer der Prinzessin. Tja, alles was oben rauskommt, muss auch unten wieder... oben reinkommt, muss unten auch wieder rauskommen. Hier wurde die Szene allerdings zensiert. Bowser, du bestehst ja nur noch aus Fett. Vielleicht hilf, verzicht auf Prinzessin Peach. Oh, wie schwer. Was, wie kannst du es wagen? Prinzessin Peach gehört mir, gib sie zurück. Nein. Ja, wir sind am Ziel. Endlich ist Krankfried Zeit gekommen. Bowser, du solltest etwas gegen dein Gewicht tun. Oh, ist die schwer. Metaboss, hilf mir doch. Ich hab Pause. Metaboss. 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 Oh. Verdammte McNuggets, was? Oh, meine Beine, sie bewegen sich von selbst. Langsamer! Das ist zu schnell! Ah! Oh, ist das heiß, was brennt denn da? Dein Fett, das ist Fettverbrennung extrem.
Aber, das bin ja ich! Ich sag ja, Fettverbrennung extrem! Ah, mein Fett, so werde ich mein überflüssiges Fett los! Ah, ich bin nicht unterzukriegen! Bam! Let it burn, burn, burn! Nebenbei, was ist das hier für ein Raum? Uh-oh. Was steht da? Bob-Omb-Depot, kein offenes Feuer, Explosionsgefahr. Hoppla! Wow, stehen geblieben! Halt, bleib hier! Bombenstimmung! Hier ist eine Bombenstimmung, hey! Nein, nein, nicht mein Bildschirm! Ach, Glück gehabt. Naja, wie man's nimmt. Au. Ah. Wo bin ich hin? Tja, liebe Leute von heute, wo wir hier genau sind, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dann und ciao, sagt also nun euer Phantom Heart, der die Fettverbrennung von Bowser wirklich schön angekurbelt hatte. Und jetzt ist er sogar noch 10 Gramm leichter als vorher. Mhm. Ja, ja. Nicht übel, Bowser ist nun 10 Gramm leichter. Ja. So soll es natürlich auch sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Phantom Heart. Ciao.